Küchenholzzeit. Aber nur kleiner. Kleiner. Ich hab. Geh weg, was willst du? Geh weg. Ich weiß genau, was ich will. Du hast doch gerade einen angefangen. Ist ja egal, aber der Schiss ist, ne? Also, ich war einkaufen. Mein Gott, David, hör auf. Geh. Geh jetzt. Dann zeig dich, wie du aussiehst. Wie Penner. Ich komme nicht von der Arbeit. Ich fahre gleich zur Arbeit, weil wir müssen uns im Moment ein Auto teilen. Deswegen ist er so spät und ich bin so spät. Und ach, das ist doch scheiße. Also, ich war bei der Post. Ich musste ein bisschen was wegbringen. Dann war ich... Ich glaube, ich habe noch nie so schnell eingekauft wie heute, weil ich noch ein bisschen Pause machen wollte. Ich glaube, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ja, dann war ich beim Lidl, bei DM und beim Aldi. Und bei Lidl habe ich ein Sixpack Cola Zero mitgenommen. Eigentlich brauchte ich nur 4 Flaschen, aber dann hätte ich zu weit buddeln müssen. Und ach, komm, super. Okay, dann nimmst du das Sixpack und gut ist. So, ich musste einmal Kräuter wieder mitbringen. 8 Kräuter Bio-Mischung. Diese Bio ist unbedingt... Ist günstiger wie das andere, würde ich nur mal so sagen. Putzel! Jetzt ist er weg. Ja, Monique möchte Zimtinos haben. Cornflakes. Das sind ja immer 2 in der Packung. Die wechseln sich da immer. Schokolade, Zimt, Schokolade, Zimt. Jo, einmal ein Toastbrot. Ich musste sogar schon Licht anmachen. Wir haben übrigens Viertel nach 3. Ist das gruselig. Ja, 2-mal Servelatwurst. Dann haben wir 2 Brezeln. Eine will ich mitnehmen auf die Arbeit nachher. Dann nochmal 8 Kräuter. Die packe ich auch mal sofort ins Gefrieren. Also wir arbeiten hier viel mit Kräutern und so. Das schmeckt uns. Einmal Lidl Prospekt. Ja, Spaghetti Miracolis mussten auch wieder mit. Weil die habe ich nämlich heute verbraucht. Deswegen mussten wieder neue her. Dann einmal Salz. Ich meine, ich hätte Salz mitgebracht, Frau Fußmann, aber irgendwie sind schon alle. Baden wir in Salz? Man weiß es nicht. Badesalz. Jo, 3-mal Kakao habe ich mitgenommen für Monique. Also es ist jetzt kein XXL-Haul hier, ne? Das ist ein kleiner, feiner Haul, was ich so brauchte. Weil ich war erst am Samstag davor einkaufen. Ein Eisbergsalat. Ich mache schon mal meinen Laptop auf, damit ich gleich was hören kann, mal wegpacken. Dann 2-mal Batterien. Jo, brauche ich halt immer in der Weihnachtssaison. Ne? Und 1-mal Tomatensauce Bolognese, weil die habe ich nämlich auch leer gemacht. Ja, dann habe ich hier noch Kong Strong drin, natürlich zuckerfrei. Und 6 Flaschen von dem kleinen Wasser. Gibt es ja immer in so einem 9er-Pack, ne? Habe ich aber gedacht. Das ist ein bisschen viel. Hallo Maus. Deswegen das Kleine. Na du Maus. Einmal Klumpstreu von DM. Und dann haben wir noch eine große Tasche. Und dann habe ich ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Der ist schön, ne? Der Bulli. Der hat mich an eine liebe Arbeitskollegin erinnert. Deswegen gibt die den zu Weihnachten. Dann habe ich einmal, den gab es übrigens beim Lidl, nee Aldi, Entschuldigung. Aldi Biscotto Butterkekse sind da übrigens noch drin. Dann einmal Mini Americana, da sind drin 12 Stück. Die hatten sie auch runtergesetzt, war heute eben die große Milka-Aktion beim Aldi. Milka Snowboards Milchcreme. Jo, Löffel nicht enthalten, guck. Da hast du halt Pech gehabt. Ja, und da wir diese Woche noch unseren Seeteufel machen wollen, habe ich Blattspinat mitgebracht. Ja, schön mit Zwiebeln, Knoblauch in eine Pfanne. In eine Pfanne? Das schmeckt in der Pfanne. Aldi Süd Prospekt. Dann habe ich, ja, Fusselroller, wie immer, ne? Hast du Katzen, hast du Tiere, hast du Fusselroller. Dann habe ich auch wieder so kleine Kleinigkeiten mitgebracht, als kleines Geschenk hier für Trashy. 2-mal so Kleberollen.
Dann hier noch so eine Q10 Antifalten Tagescreme von Balea. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 mal Chesier Katzenfutter. Eine leere Flasche aus dem Auto. Da habe ich wieder eine volle reingetan. Ne, Putzi? Ja, brrr. Dann David, ja, ich habe jetzt echt mal dran gedacht, für den Rasierer. Den haben wir, glaube ich, in der Krampustüte. Da habe ich Ihnen jetzt hier die Nachfüllpacke. So teuer, ey. 4 Stück, 5 Klingen, 10 Euro. Ah. Ja, ich glaube, ein Huni habe ich heute ausgegeben wieder. Dann noch fürs Trashy, ne? Dontodent antibakterielle Mundhygiene. Kann man auch immer gebrauchen. Trockenfutter für die Katzen. Sensitiv natürlich von Purina. Dann einmal Leibniz Schoko Minis plus 25 Gramm extra. Einmal Schütze Peperonis. Dann habe ich ja hier das für. Also der Putzel. Muss überhaupt? Putzel? Hat er unterm Tisch. Der verträgt das richtig gut, ohne dass er kotzt. Also dieses Gourmet von Purina, das ist ja so weich und alles dünn und tralala. Also da kotzt keiner von. Ja. 1, 2, 3 Mal. Dann, ja, auch noch das Trashy Reinigungstücher 5 in 1 von Balea. Kannst du auch mal brauchen. Würde ich allerdings nie zu raten, das Make-up damit abzumachen. Lasst es. Funktioniert nicht. So Swatches und so, ne? Da kannst du mal damit machen, aber Make-up abnehmen, das funktioniert leider nicht so. Glade Toilettensprüh, Mary Berry Cheers kann ich total empfehlen. Super Weihnachtsduft. Da hast du diese tolle Mischung zwischen Kaka und Weihnachtsduft. Das läuft. Ja, dann einmal so ein Fertigmenü von Monique. Oder für Monique. Noch eins. Ist ja mal fürs Wochenende, ne? Einmal Kippen für den Herrn Experten, da freut er sich. Jo, Paprika-Stapelchips, die nehme ich mit auf der Arbeit. Die wurden nämlich weginhaliert, die ich vorhin mal mitgenommen habe. Deswegen nehme ich die wieder mit durch meine Arbeitstasche. Ja, Deluxe-Steinpilz-Käsezubereitung, der ist auch sehr, sehr lecker. Und das war's schon. Ich sag ja, das war diesmal nur ein kleiner Haul. Und Kong Strong. Hallo Schnicko! Hallo Schnitz! Hallo Schnitz! Jo, dich ärgert der Zahn. Hallo? Die Schnecke hat nämlich einen lockeren Zahn. Ich hoffe, dass der jetzt. Hallo! Warum bin ich denn. Hallo! Einen lockeren Zahn. Und der wird jetzt demnächst. So in den nächsten Tagen wohl da rausfallen und der ärgert sich immer so. Ja, ist klar. Ist ja bei uns auch. So, ich zeige euch das mal eben. Ja, so sieht's aus. Ist jetzt nicht spektakuläres, weil ich habe ja erst eingekauft. Und da ist übrigens mein Zettel fürs Frühstück. Ich mache noch einmal Frühstück auf der Arbeit. Und eigentlich habe ich mir gedacht, ich hatte hier. Ja, genau. Da ist die Schnecke. Und da ist die Mausi. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte noch so Zettel gehabt vom Flipchart. Ich habe mir heute Morgen hier einen Wolf gesucht und habe nichts gefunden. Tja. Hallo? Warum ist denn meine Kamera die ganze Zeit hier unscharf? So, hallo Putzel. Und guck mal, da liegen schon Weihnachtsgeschenke übrigens. Das ist für den Herrn Experten von Monique. Das ist von mir. Und das ist auch von mir, vom Herrn, für den Herrn Experten. Das ist für Monique. Und das ist für mich. Monique war Shopping bei DM. Ja, das ist von Monique. Oh, und jetzt gehen wir mal wie immer nach draußen, oder? Putzel? Ich habe Fenster geputzt heute. Putzel draußen gucken. Putzelmann. Schnibbelschnapp. Jo, wie ist das Wetter? Jo. Wie gesagt, wir haben ja schon Nachmittag, ne? Ich fahre gleich zur Arbeit. Wird gleich schon wieder dunkel. Jo, so sieht es im Moment aus. Es ist sehr windig, aber es ist nicht so kalt.
Heute Morgen waren irgendwie 7 Grad. Naja. Es ist eher Herbst statt Winter jetzt. Und guck mal, der ganze Schnee. Fuchikato, bang, bang. Jo. So. Das war's. Mal eben die Kamera umdrehen. Das war jetzt der kleine Haul. Ich dachte aber, ich zeige es euch trotzdem, wie jede Woche. Ne? Man hat ja hier schon seine festen, ja, gucken da, seine festen Zeiten. Ja? Wir sind ja alle ein bisschen monkig. Und jetzt sitzt laut, da kommt ein LKW. Na, Purzel, willst du raus oder nicht? Also, ich sage jetzt Adieu, auf Wiedersehen und wünsche euch noch einen schönen Tag und schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Und denkt dran, keine Abschminktücher fürs Make-up benutzen, ne? Dann lieber hier Double Cleansing und so, was alle mit Stoff servierten, wollte ich jetzt sagen. Naja, ist schon, was ich meine. Also, bis dann. Tschüss.